Elias Wegert zum Geburtstag geschenkt hat, vor ein paar Jahren. Das war ein Runder. Mit der will ich Ihnen heute auch noch ein bisschen was anderes zeigen. Geht mit der Kamera vom iPad dann auch noch, sodass Sie das alles sehen. Also das Ding und auch ein Papier, da können wir alle schon addieren. Ich habe dann gesagt, so in der Informatiker-Manier, jetzt reduzieren wir mal das Subtrahieren auf das Komplement bilden. Einfach aus einer positiven Zahl eine negative Zahl. Also ist das ein B, das wir vom A abziehen wollen. Dann machen wir ein negatives B und addieren es. Das ist ja eine Rechenregel, die wir schon alle auch kennen. Und nachdem wir addieren können, nachdem wir Komplemente bilden können, ich gehe mal wieder hier ein bisschen ins Bild, nachdem wir Komplemente bilden können, können wir auch subtrahieren. Und das ist ja schon mal irgendwie ein Erfolgserlebnis. Das Erfolgserlebnis ist mit Informatik, das ist eben oft was Schwieriges, auch was Einfaches, was wir können, zurückzuführen. Die Computer machen eben auch, das werden wir dann später in der Rechenarchitektur sehen, im Wesentlichen einfache Operationen, die wir dann als Programmierer, als Algorithmendesigner zusammensetzen müssen, damit es komplexere Operationen werden. So, als nächstes müssen wir über die Multiplikation sprechen. Das ist wieder so eine Aufgabe. Wir können addieren. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Multiplizieren aufs Addieren zurückführen. Und der erste und einfachste Algorithmus ist, wir nehmen den Multiplikanten, also die eine von den beiden Zahlen, die wir multiplizieren wollen, und addieren die auf irgend so einen Speicherplatz, den wir haben, auf dem Register, so lange drauf, bis wir die Addition Multiplikator häufig mal durchgeführt haben. Jetzt schreibe ich das hier mal in, nicht in der Programmiersprachenschreibweise, sondern in einer Pseudoschreibweise aufgeschrieben. Also wir haben hier so einen Platz, wo wir uns das Ergebnis aufbewahren. Am Anfang müssen wir diesen Platz natürlich auf 0 setzen. Und dann addieren wir den Multiplikanten einmal da rein. Danach zählen wir den Multiplikator um 1 herunter. Und wir haben ja einmal rein addiert. Und falls der Multiplikator noch größer als 0 ist, dann machen wir weiter mit Schritt 2, zählen die Multiplikanten wieder einmal dazu. Jetzt haben wir in unserem kleinen Kopfbeispiel schon zweimal addiert, mit 2 multipliziert. Und dann zählen wir den Multiplikator wieder runter. Wenn er 2 war, ist jetzt 0. Wir können Feierabend machen. Wenn er größer als 0 ist, müssen wir wieder bei 2 weitermachen und ein drittes Mal dazu addieren. Wenn ich das hier auf meiner Maschine machen will, jetzt versuche ich mal hier. Oh, jetzt darf ich irgendjemand von Ihnen bitten, mal rauszukommen, das Ding zu halten, während ich das hier zeige. Wer ist denn so freundlich und hilft mir? Prima. Sie müssten das Ding halten und außerdem dafür sorgen, dass der Stecker hier nicht rausrutscht, ne? Denn das macht er leider manchmal. Ja, genau so. So, dagegen halten. Jetzt sehen Sie, das müssen wir mal gucken, was wir da sehen. Also hier ist dieses Ziffernfeld hier. Da gebe ich meine Eingabe. Das ist noch ein bisschen alt. Jetzt stellt sich hier zum Beispiel 42. Habe ich jetzt hier eingetippt. Die Tasten hier sind jetzt unten. So, und ich will mit 42 hier oben ist das Ergebnis. Ja. Hier die Ergebniszeile. Das ist ein Ergebnisregister. Und hier ist die Zeile, in der man sieht, wie oft ich denn addiert habe. So, jetzt will ich mit 42 oder 41, nehmen wir mal, multiplizieren. So, dann drehe ich einmal. Jetzt kann man hier oben eine 1 sehen und hier die 42. Ein bisschen ran ins Geld, ja, eine 1 und hier eine 42. Okay. So, und jetzt kommt die Arbeit, ne? Ich habe zweimal
einmal addiert, jetzt das zweite Mal. Und ich schaue hier oben fleißig in das Display. Wenn ich jetzt mit 11 multiplizieren würde, dann wäre ich schon fast fertig. Falsche Richtung, glaube ich. Ach. Also nochmal. Register löschen. So. Oh, jetzt habe ich das große Durcheinander gemacht. Register nochmal löschen. Ja, wieder durcheinander. Was will ich denn jetzt? Oh. Nee. So. Ich glaube, das ist besser. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Jetzt habe ich 42 mit 6 multipliziert und man kann sogar das Ergebnis da oben angucken. 252, ne? Schnelles Kopfrechnen, ja, könnte stimmen. Und wenn ich jetzt größere Zahlen habe, dann muss ich hier fleißiger drehen. So. Und so weiter, bis ich eben dann soweit bin. Er zeigt mir jetzt hier oben rot, dass ich einen Stellenüberlauf hatte beim Drehen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass er einfach in die nächste Zeile überspringt. Jetzt habe ich das mit 12 multipliziert, mit 22 wahrscheinlich schon. Ja, durcheinander. Hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das dachte. Ah, ich glaube, ich habe mit... Was habe ich da multipliziert? Vielleicht mit 18 oder so. Oder mit 17. Das hat nicht ganz geklappt, weil ich hier irgendwas nicht verstehe an dieser Maschine. Vielleicht habe ich was falsch eingestellt. Aber ich will gleich noch das Multiplizieren mit dieser Maschine zeigen. Da muss ich noch einen Augenblick ausholen. Das hier ist der, ja, sagen wir mal, primitiv Multiplizier-Algorithmus, der uns natürlich bei größeren Zahlen viel zu viel Arbeit macht. Wir müssen viel zu lange da an der Maschine drehen. Und deshalb gibt es da auch noch einen anderen Ansatz. Und der andere Ansatz, den führe ich jetzt einfach hier mal so vor, damit Sie nicht ewig hier stehen müssen, der beinhaltet eine zusätzliche Operation, die wir an dieser Maschine ausführen können. Wir können nämlich hier diesen Schlitten hier oben rüber befördern. Sehen Sie das hier? Ich kann ihn rüber bewegen. Was ich also wirklich mache ist, wenn ich jetzt hier einmal, wir wollen jetzt mal mit, sagen wir mal, mit 123 multiplizieren. Diese 42 da. Die sind immer noch hier eingestellt an der Tastatur. Und jetzt 123 habe ich gesagt. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt habe ich die Zahlen mit 42 mit 3 multipliziert und da oben in unser Register eingesetzt. Jetzt drehe ich 1 nach rechts. Wenn ich jetzt 42 addiere, addiere ich das zu den Zehnerstellen dazu. Oder andersrum formuliert, ich kann mir auch vorstellen, dass ich den unteren Teil 1 nach links geschoben habe. Ich würde jetzt also 420 dazu addieren, wenn ich einmal drehe. Ich drehe zweimal, weil wir mit 123 multiplizieren wollen. Jetzt zeigt das hier oben, dass wir schon mit 23 multipliziert haben. Und das hier ist schon das Resultat. Jetzt drehen wir noch eins rüber. Jetzt würde ich die 42 schon in die Hunderter Stellen dazu addieren. Wir wollen mit 123 multiplizieren. Ich drehe also noch einmal und die 123 haben wir da, die 42 haben wir da nochmal hinein addiert. Allerdings jetzt eigentlich schon 4200, ne? Denn die Zahl 123 zerlegen, da müssen wir ja 100 mal 42 ins Ergebnis reinstecken und 2 mal 420 und 3 mal 42. So, und das haben wir jetzt hier mit dieser Operation des Links- und Rechtsbewegens von diesem Register da oben erledigt. Innen drin laufen hier irgendwelche Zahnräder, die andere Zahnräder nach vorne drehen. Ja, jedes Mal, wenn ich hier drehe, jetzt haben wir mit 1123 haben wir jetzt schon multipliziert.
jedes Mal, wenn ich hier an den Zahnrädern drehe, hier an diesem Hebel drehe, hier rechts, Dankeschön. Dann werden hier mit dem Zahnradmechanismus da dazu addiert. Das Addierwerk hier ist rein mechanisch. Das kann man schon so ein paar hundert Jahre lang, weil diese Pascalsche Rechenmaschine ging auch schon so. Diese Operation des Hin- und Herbewegens, die nennt man auf Informatikersprech, das ist eigentlich ein englisches Wort, shiften, to shift. Aber das hat man in Deutschland schon auf shiften, shiften zum Werbung gemacht. Gell? So, jetzt danke ich Ihnen. Versuche ich den Rest der Vorlesung. Vielleicht nehmen wir es nachher nochmal, aber das werden wir dann sehen. So. Also, hallo? Hallo, Computer. Was haben wir jetzt fertig gebracht? Manchmal muss man doch kämpfen. Mit etwas Überredung. Das ist das da unten. Das ist ehrlich die Herleitung. Ich habe bloß jetzt hier aus vorführtechnischen Gründen die Vorführung vorgezogen. Die Herleitung von dessen, was wir machen, ist, dass wir in diesen Stellenwertsystemen, jetzt stellt es sich wieder als praktisch heraus, die Stellenwertsysteme, mit der Basis multiplizieren können. Eine Zahl mit der Basis vom Stellenwertsystem, 10 im Dezimalsystem, 2 im Binärsystem, multiplizieren können, indem wir das shiften. Das Shiften, das habe ich ja eben hier auf dieser Maschine mit diesem Hebel gemacht. Man kann übrigens auch hier irgendwie mechanisch shiften, so. Also mit der Hand einfach direkt, ohne dass man diesen Hebel da unten benutzt. Das Shiften bedeutet, ich verschiebe das. Eine Zahl um eine Stelle, nach links oder nach rechts. Wenn ich, wie hier, die Zahl nach links verschiebe, also den 8er in die Zelle stecke, den 4er in die hier, den 2er in die, den 1er in die, und hier hinten eine 0 nachziehe, dann habe ich mit dem Stellenwert, mit 10 in unserem Fall, multipliziert, genau wie wir das hier gemacht haben. Hier habe ich dann immer die Eingabe mit dem Stellenwert multipliziert, indem ich den Schlitten da oben, die Register, um eins nach rechts geschoben habe. Und das führt uns zu der Multiplikation, die Sie wahrscheinlich alle schon in der Schule kennengelernt haben. Wir haben da so einen Zähler I, nenne ich den mal. Den setzen wir auf 1. Und dann nehmen wir den Multiplikanten mal die i-Stelle des Multiplikators, also hier unten im Beispiel, ich habe es jetzt einfach gemacht, wir wollen 1200 und 12.214 mit 211 multiplizieren, der Strich ist hier an der falschen Stelle, wie Sie schon sehen, dann nehme ich also einmal 1214, schreibe die hier hin, also dieses Addieren, von Multiplikant mal der Stelle des Multiplikators. Dann verschiebe ich den Multiplikanten um 1 nach links, dann ist er nicht mehr 1214, sondern 12.140. Und dann schaue ich mir die zweite Stelle an. Das I habe ich hier im vierten Schritt hochgezählt. Und ich habe festgestellt, dass das I immer noch kleiner ist als die Anzahl Stellen, die der Multiplikator hat. Addiere ich das dazu. Springe ich hier wieder hoch. Das I ist jetzt auch wieder eins hochgezählt, das steht jetzt schon auf 3. Dann nehme ich die dritte Stelle des Multiplikators, die ist jetzt hier 2. Multipliziere das Geschiftete, das jetzt schon 121.400 ist, mit 2. Das ist noch ein bisschen eine schwierige Operation, wenn man es auf dem Papier macht. Wenn dann eine 7 oder eine 9 steht, macht es einfach mehr Arbeit. Und dann addiere ich, nachdem ich hier fertig bin, das addiere ich dazu. Dann steht hier unten im Resultat diese 256.000.
154. Ich habe hier nochmal in meinem iBook eine andere Rechenmaschine, eine elektromechanische Rechenmaschine, die auf demselben Prinzip funktioniert wie das mechanische Ding hier. Die ist in meinem Büro, die habe ich geschenkt gekriegt von meinem Vater, als ich, da war ich 14 oder so ähnlich. Taschenrechner haben damals noch ein paar tausend Mark gekostet, 9000 oder so ähnlich. Das wollte sie nicht gönnen für seinen Sohn. Und dann hat er mir diese Maschine hier überarbeiten lassen und geschenkt, von so einem Bohrmaschinenmechaniker, die Mechanik in Ordnung bringen lassen. Ich war damals etwas enttäuscht. Ich hätte gerne lieber so was Elektronisches gehabt. Aber heutzutage bin ich eigentlich ziemlich stolz auf dieses mechanische Teil, obwohl mir da die eine Taste irgendwann mal verloren gegangen ist beim Hausaufgaben machen, so ist mir die zerbrochen. Nicht so besonders tragbar gewesen, aber die wummert ganz vorzüglich, wenn man damit arbeitet. Man kann hier in diesem iBook sich auch die einzelnen Register anschauen. Das sind dann hier so die Pfeile dahin. Hier steht, hier im Tastenfeld steht der Multiplikant. Da oben der Multiplikator. Man muss nicht drehen, sondern man kann hier auf die Tasten drücken, weil das elektrisch ist, das Ding. Man kann also eigentlich ein bisschen schneller arbeiten. Als nächstes möchte ich jetzt noch Ihnen zeigen, dass diese Art, wie wir hier, wir Menschen, das auf dem Papier machen, dass die im Computer sogar noch einfacher und noch bequemer zu erledigen geht, wenn man binär rechnet. Aber davor noch einen kleinen Trick. Wir haben ja hier oben gesehen, eine der Sachen, die hier ein bisschen kompliziert waren, zumindest so wie ich es hier aufgeschrieben habe, in diesem Algorithmus hier mit den fünf Schritten, dieses i hochzählen und dann die i-te Stelle des Multiplikators rausfischen, das braucht es gar nicht so kompliziert. Wir können auch mit einem Trick, das ist ein Trick, den Multiplikator in jedem Schritt eine Stelle nach rechts schieben. Wenn wir eine Zahl, eine Stelle nach rechts schieben, dann fällt die hinterste Stelle weg. Die hinterste Stelle, das ist die, die wir gerade aufgebraucht haben. Wir schreiben also hier das Verschieben des Multiplikanten, dem Stellenwert, und statt dieser Geschichte mit dem i, schreiben wir hierhin Multiplikator 1 nach rechts schieben. Und dann nehmen wir hier nicht die i-te Stelle des Multiplikators, sondern immer die hinterste noch übrig gebliebene Stelle des Multiplikators. Im Schritt 2 die letzte Stelle verwenden und hier im Schritt 4 immer den Multiplikator, den roten, 1 nach rechts schieben. Wenn wir das machen und im Binärsystem rechnen, dann wird es ganz einfach. Das habe ich jetzt hier oben hingeschrieben. Das Linksschieben ist die Multiplikation mit dem Stellenwert mit 2. Nach links shiften. Und das Zweite, was noch einfacher wird, ja, wir wollen auch in jedem Schritt den Multiplikator, also den Multiplikanten, shiften wir 1 nach links, dann den Multiplikator shiften wir 1 nach rechts. Das sind die zwei Shift-Operationen. Und dann gucken wir die letzte Stelle an von unserem Multiplikator. Wenn da eine 0 steht, dann können wir 0 addieren, also gar nichts machen. Und wenn da eine 1 steht, dann müssen wir den Multiplikanten zum Ergebnis dazu zählen. Nur addieren. Da brauchen wir nicht irgendwie im Kopf zu multiplizieren, wie wir das im Zehnersystem machen, sondern wir addieren das einfach nur dazu oder auch nicht. Und das steht jetzt hier in diesem Verfahren. Und das Verfahren, das ist schon recht flink und ziemlich einfach. Also, ich erzähle es jetzt mal hier ganz. Am Anfang setzen wir unser Ergebnis auf 0. Das entspricht hier meiner Operation, meiner Löschoperation hier mit diesen beiden kleinen Hebeln, die die Register auf 0 setzen. Das ja, i setze ich hier auch noch auf 0. Braucht es eigentlich gar nicht. Ist überflüssig. Dead Code sozusagen. Und hier das a, da stecke ich den Multiplikanten hinein und b den Multiplikator. Ich will es jetzt einfach ein bisschen kompakter schreiben, wenn ich jedes Mal Multiplikant und Multiplikator hinschreiben muss. Also, falls die letzte Stelle von b
1 ist, zähle ich das A zum Ergebnis dazu. Also ich bilde Ergebnis plus A und schreibe das wieder ins Ergebnis hinein. Und dann schiebe ich das A 1 nach links und das B 1 nach rechts. Wenn ich das B 1 nach rechts schiebe, fällt die hinterste Stelle raus. Und jetzt steht dann die 2 hoch 1 Stelle schon ganz rechts. Falls das B noch größer als 0 ist, dieser Test ist jetzt auch schön einfach, mache ich mit 2 weiter. Und das probieren wir jetzt hier unten im Beispiel. Wir haben 12 mal 5. Ich habe jetzt hier in das A die 12 reingeschrieben, 8 plus 4 plus 0 plus 0. Und in das B, da steht die 5 drin. 1, keine 2 und eine 4. Jetzt schaue ich mir die hinterste Stelle von B an. Wir sind jetzt hier im ersten Schritt mit dem Reinschreiben haben wir erledigt. Schaue ich mir die hinterste Stelle von B an, das ist das hier, falls die letzte Stelle von B 1 ist. Dann addiere ich das A zum Ergebnis dazu. Also Ergebnis plus A gibt neues Ergebnis. Wir sind aber noch nicht fertig. Danach shifte ich das A mal 1 nach links. Sie sehen, hier wird eine 0 nachgezogen. Und hier beim Shiften nach rechts von B, da wird von links eine 0 nachgezogen. Das nächste Mal wird ja so ein Register eine Stelle frei. Und da kann man der Maschine sagen, was sie danach ziehen soll. Wir ziehen hier 0 nach. Von rechts und von links. Jetzt schauen wir die rechteste Stelle von unserem Multiplikator an und stellen fest, die ist 0. Und dann brauchen wir angenehmerweise gar nichts zu machen. 0 addieren ist besonders einfach. Das haben wir hier gemacht. So, jetzt machen wir drittens wieder ein Shift nach links und viertens wieder ein Shift nach rechts. Jetzt steht hier hinten die 1 drin und hier haben wir schon 12 mal 4 dran stehen. Jetzt addieren wir noch, schauen die letzte Stelle an, diese da, die 1. Die ist wieder größer 0. Also addieren wir das hier, was hier links steht, nochmal zum Ergebnis dazu. Das haben wir jetzt hier erledigt. Jetzt gucken wir mal, jetzt machen wir diese beiden Shifts. Shiften noch eins nach links, shiften eins nach rechts. Und jetzt sind wir hier unten bei 5 und testen das B. Und das ist jetzt nicht mehr echt größer als 0. Das ist gleich 0. Also sind wir hier fertig. Und jetzt können wir noch das Ergebnis hier anschauen. Da sehen wir dann hier, steht 32 plus 16 plus 12. Das sind 60, das ist das Ergebnis, was wir eigentlich haben wollten. Gut, gewonnen. Jetzt können wir addieren, subtrahieren und multiplizieren. Was bleibt noch übrig? Das Dividieren. Und da können wir wieder hierher zurückgehen zu meiner Maschine. Das habe ich jetzt nicht hier auf den Folien drauf. Sie haben selber, das war wahrscheinlich schon mal in der Schule, auf dem Papier gemacht. Und das Subtrahieren, das Dividieren geht im Wesentlichen so, dass wir schauen, immer wieder schauen, wie häufig geht denn der Divisor in den Dividenden hinein. Da könnten wir so wie beim primitiven Ansatz vom Multiplizieren hier mit Drehen am Rad immer wieder abziehen. Also den Divisor vom Dividenden abziehen und gucken, wie häufig der da reingeht. Bei 10 und 5 ist das noch relativ überschaubar, geht eben zweimal rein. Wir können, bevor die Zahl negativ wird, von den Dividenden einmal die 5 abziehen oder nochmal die 5 abziehen. Wenn der Dividend 11 ist, können wir auch zweimal abziehen. Wenn er 15 ist, können wir schon dreimal abziehen. Man kann aber auch wieder, wie wir das mit dem Shiften gemacht haben, die Zahl, also ganz nach rechts das hier schieben, dann hier eine Zahl eingeben, den
Dividenden, was ja hier oben in dem Register steht. Dann löschen wir hier wieder die Eingabe. Dann tippen wir hier den Divisor ein. Und jetzt hilft uns diese Maschine netterweise noch ein bisschen. Wir subtrahieren mit dem Rad dann den Divisor wieder vom Dividenden. Und die Maschine hört automatisch auf, blockiert, wenn da was negativ wird. Und dann drehen wir einmal zurück. Und dann ist nur der Divisor ganz links vom Dividenden abgezogen. Und dann muss man wieder hier zurückfahren, dasselbe wieder machen, also maximal 9-mal drehen. Und dann passiert wieder das Negativwerden, das wir mit der Maschine hier rückgängig machen. Und dann drehen wir wieder und wieder und wieder. Und dann haben wir maximal Stellen, Anzahl mal 9 da gedreht. Dauert schon eine ganze Weile, bis wir das erledigt haben. Ähnlich wie die Multiplikation eben aus vielen Additionen besteht. Es dauert also im Prinzip schon ein bisschen, aber maximal, das ist logarithmisch häufig, was wir da machen. Wenn ich jetzt hier gesagt habe, logarithmisch häufig, dann deutet das schon darauf hin, dass wir irgendwann mal feststellen, unsere Algorithmen betrachten müssen, wie häufig denn da welche Schritte ausgeführt werden, bis wir das Ergebnis haben. Aber dann, wie bei der primitiven Division, bei der primitiven Addition, den Schritt ein paar hundert, ein paar tausend Mal ausführen müssen, ist das nicht so schön, wie wenn wir es nur 10, 20, 30 Mal logarithmisch häufig ausführen müssen. Aber bei solchen Betrachtungen der Häufigkeit des Ausführens, der Komplexität von Algorithmen, da kommen wir dann später vorbei. Ich habe jetzt letzte Woche ganz am Anfang habe ich mal gesagt, dass die Computer, Rechner auf Deutsch, aber auf Englisch heißt es ja auch Rechnen, Compute, heutzutage eigentlich nur selten benutzt werden, um wirklich zu rechnen. Heutzutage werden die viel mehr benutzt, wenn das unten drunter eine ganze Menge Rechnen stattfindet. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber die Daten, die wir heutzutage verarbeiten, das sind im Wesentlichen andere Informationen. Texte, Bilder, Ton und so weiter. Und um diese anderen, in Anführungszeichen, Daten zu repräsentieren, brauchen wir natürlich auch irgendeine Form. Ich habe hier zum Thema Datentypen nur ganz wenige einfache Daten, die ich repräsentieren möchte. Objekte unserer Verarbeitung, die ich irgendwie repräsentieren muss. Wir haben dann nochmal ein Kapitel Medien, später in der Vorlesung. Ich nehme mal an, dass es im Dezember oder Anfang Januar stattfindet, dieser Teil Medien, wo wir nochmal über Datenrepräsentation von Bildern und von Audio und so weiter sprechen. Hier möchte ich zunächst mal einfach anfangen zum Thema Datentypen und darüber sprechen, wie man Buchstaben speichert. Buchstaben, das ist schon ein abstraktes Konzept, was wir Menschen über hunderte von Jahren gebildet haben. Wir repräsentieren unsere Sprache, wir Menschen, mit Symbolen. Das hängt auch von der Sprache ab, von dem Land, unterschiedlich komplexe Symbole. Und Sie haben alle schon chinesische Schriftzeichen gesehen, da stecken in einem Symbol sowas wie Silben drin. Dafür haben die auch viele, viele tausend Schriftzeichen. Diese Schriftzeichen alle zu lernen, das ist ein bisschen umständlich. Die in der Schule beschäftigen sich jahrelang mit Lernen und ein gebildeter Mensch kann da so 8000 Zeichen und weniger gebildete Menschen können da nur 1000 oder so ähnlich an Zeichen. Für unsere Sprachen haben sich mal diese lateinischen Schriften
herausgebildet, bei denen, sagen wir mal, Laute, das stimmt nicht ganz, aber wenn wir es mal vereinfachen, sagen wir Laute, als einzelne Zeichen dargestellt werden. Also da haben wir das A und das B und das C und das D und das Z und so weiter. Wobei wir das die Konsonanten gar nicht ohne einen Vokal richtig sprechen können. In der Schule fängt man ja auch dann an, mit das da als B zu buchstabieren und nicht als B. Aber bei dem B steckt natürlich auch in Wirklichkeit schon ein Vokal ein bisschen dran. Also, wir repräsentieren sehr kleine Einheiten unserer Sprache mit einzelnen Zeichen. Die Buchstaben. Und ich habe hier ein paar hingeschrieben. Die Großbuchstaben und die kleinen Buchstaben. Damit wir das schreiben können, haben wir Menschen auch noch, und darüber werden wir dann auch noch mal sprechen im anderen Kapitel, in unserer Sprache, naja, solche Symbole uns ausgedacht, Glyphen für diese Buchstaben, für die einzelnen Buchstaben, aus denen unsere Worte zusammengesetzt sind. Wir brauchen, wenn wir schreiben wollen, neben den Buchstaben noch ein paar weitere solche Zeichen, die wir aufs Papier bringen können. Ein Punkt, ein Komma, ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen. Ja, und dann gibt es noch ein paar mehr, plus, minus, mal und. Wir gucken einfach mal eine Tastatur an, was da so alles sich drauf umtreibt. Und dann brauchen wir noch die Ziffern von 0 bis 9, entsprechend unserem Zahlsystem. Dezimalsystem, dafür haben wir jetzt auch noch diese Ziffern. Wenn wir andere Zahlsysteme hätten, hätten wir wahrscheinlich, also ein 16er System, mit dem wir täglich rechnen würden, hätten wir wahrscheinlich für diese weiteren von 10 bis 15 auch noch andere Zeichen entwickelt, die wir jetzt aber nicht entwickelt haben. So, jetzt haben wir diese Glyphen entwickelt und die Buchdrucker vor über 500 Jahren haben Methoden gefunden, Gutenberg, wie man diese Laute, die wir haben, mit einzelnen mechanischen Teilen repräsentiert, die man damit Farbe anschmieren kann und Papier drauflegen kann, Papier draufpressen kann und so weiter. Für unsere Computer, wenn wir diese Zeichen elektronisch darstellen wollen, bilden wir sie zunächst mal auf Zahlen ab. Und diese Zahlen, die repräsentieren wir dann wie hier gezeigt im Binärsystem. Wenn wir also das große A darstellen wollen, nicht auf dem Papier, sondern elektronisch, hier innen drin im Speicher, binär darstellen wollen, dann nehmen wir den Code von dem großen A, das ist 65 hexadezimal 41, 65, bilden diese Zahl auf eine Binärzahl ab, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 8 Bit, und speichern das hier drin ab in so einem Speicherplatz, der genügend groß ist für 8 Bit, 1 Byte. Die 66 wird dann das große B und die 97 ist das kleine A. Und wir brauchen noch ein besonderes Zeichen. Das ist die Leertaste. Der Zwischenraum zwischen zwei Worten. Der Zwischenraum zwischen zwei Worten, das Blank, dieses unsichtbare Zeichen, Space, Blank genannt, oder wie jetzt hier eben Zwischenraum, der hat auch so einen Code, so einen ASCII-Code, und das ist 32. Hexadezimal ist das 2,0. All diese Sonderzeichen haben natürlich auch irgendwelche Werte, und das Add, das ist, glaube ich, 64.
Müsste mal nachgucken, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es 64 ist. Für den Rest haben wir auch irgendwelche Codes und dafür gibt es Tabellen, die ASCII-Tabelle und so weiter, wo man das nachschauen kann. Was wir noch nicht verarztet haben, sind die ES, ÖS und ÜS. Da wollen wir uns dann zum anderen Zeitpunkt mal um dieses Durcheinander kümmern. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir die ES, ÖS und ÜS verarzten müssen, sondern bekommen dann die Dänen und haben spezielle Buchstaben und die Schweden und die Franzosen und so weiter und so weiter. Bis dann all diese speziellen Buchstaben zusammengesammelt sind, kommen auch irgendwie so in Europa in der Größenordnung von 350 Stück oder so ähnlich raus. Wenn man diese unsichtbaren Zeichen, die hier alle zusammenzählt. Es gibt noch ein weitere unsichtbare Zeichen, die uns im Laufe der Vorlesung gerade beim Programmieren immer wieder begegnet werden. Das sind die Steuerzeichen für die Schreibmaschine, wenn Sie zum Beispiel einen Zeilenvorlauf haben wollen. Wer von Ihnen hat schon mal eine Schreibmaschine benutzt? Ah, es gibt doch noch welche. Ich glaube, wenn ich in 10 Jahren diese Frage in der Vorlesung stelle, dann wird sich gar kein Finger mehr heben, sondern Sie werden nur fragen, was ist eine Schreibmaschine? Auf der Schreibmaschine, wenn man die benutzt, da gibt es ja auch, wenn man das Papier vorwärts bringen will, in die nächste Zeile schreiben will, auf der elektrischen gibt es dann eine spezielle Taste, ne? Und dann passiert irgendwie höllisch viel, ne? Dieser Schlitten da, zack, geht rüber und das Rad, diese Walze wird ein bisschen weiter gedreht. Auf einer alten mechanischen, da gibt es dann einen mechanischen Hebel, dann bewegt man so Ratsch und dann tut sich so was Ähnliches. Das ist dieses CR, Carriage Return. Carriage ist das Ding, was da beim Schreiben sich bewegt und das Papier an den Typen vorbeizieht, die man da benutzt mit den Tasten. So, hier in unserem Zusammenhang bei den Datentypen brauchen wir also eine Speicherzelle mit, sagen wir mal, 8 Bit. So wie es hier gemacht ist, würden 7 Bit auch noch ausreichen, aber 7 ist keine schöne Informatikerzahl, wir nehmen 8 Bit und die nennen wir jetzt auch in Zukunft ein Byte, diese 8 Bit. Und da können wir so einen Buchstaben reinstecken. Und damit wir eine Bezeichnung für diesen Sachverhalt Buchstaben haben, nennen wir das Character, das Ding, C-H-A-R. Das werden wir dann beim Programmieren, beim Variablenvereinbaren fleißig brauchen. Ich schreibe jetzt mal hier sowas hin, Character, diese 4 Buchstabenkombination, die sagt, ich sage jetzt mal diffus unserem Computer, das, was wir jetzt, diesen Datentyp, den wir jetzt haben wollen, das soll einen Platz für einen Buchstaben bieten. Das soll ein Buchstabe sein. Und wir denken uns noch irgendeinen Namen aus. Das steht hier in spitzen Klammern, damit klar wird, dass wir den Namen, dass wir da irgendwas einsetzen können. Also spitze Klammern weg und das Name weg. Und dann setzen wir was ein, Fitzliputz oder ein Buchstabe oder sonst was. Einen Namen, den wir uns ausdenken können. Im Speicher, rosa sozusagen, ist es dann, wenn dann 8 Bit bereitgelegt, da können wir Buchstaben dran ablegen. Wenn wir mehrere Buchstaben hintereinander haben wollen, Zeichenketten, die sind auch einzeln aus Buchstaben zusammengesetzt. Hier habe ich zum Beispiel eine Zeichenkette Auto, Bergakademie und den Klaus Dieter. Ich schreibe hin, ich will Datentyp aus Charakteren haben. Ich überlege wieder einen Namen und ich sage, wie viele Buchstaben denn maximal in dieser Zeichenkette Platz haben sollen. Deshalb mit eckigen Klammern hier N. Das N muss ich auch irgendwie ersetzen. Da muss ich dann eine 5 oder eine 7 oder eine 32 eintragen. Wenn ich da zwischen den eckigen Klammern 32 eintrage, dann habe ich eine Zeichenkette definiert, die Platz für maximal 32 Buchstaben bildet. Das Maximal ist übrigens ein wichtiges Zusatzwort hier. Das Maximal bedeutet, dass ich in dieser
Zeichenkette, die ich hier vereinbart habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 habe ich hier angefordert an Speicherzellen, an Bytes für meinen String. Aber die habe ich nicht immer voll. Nur der Klaus-Dieter, das sind ja nur 12 Stellen. Das Blank hier in der Mitte zählt auch. Dafür brauchen wir auch ein bisschen Platz. Das sind nur 12 Stellen. Aber das Ding ist eigentlich 14 lang. Wir brauchen also noch eine weitere Regel, wie wir das bearbeiten wollen, wie wir uns merken wollen, wie viele Buchstaben denn in so einer Zeichenkette aktuell drinstehen. Wir wollen sozusagen ein vorzeitiges Ende der Zeichenkette markieren wollen. Die Länge von so einer Zeichenkette, die Länge von einem String, ist die Anzahl der Buchstaben, die da drin stehen. Also die Länge von Auto wäre also 4. Die Länge von Klaus-Dieter ist 12. Die Länge von der Bergakademie, wir müssen jetzt mal zählen. Das nützt uns zunächst mal konzeptuell, rein praktisch, wenn wir uns merken, herauskriegen wollen, wie lang ist dieses Ding hier, das, was da drin steht. Wir wissen, wir haben 14 Byte, maximal 14 Zeichen, aber wir wissen nicht, wie viele aktuell drinstehen. Da brauchen wir noch eine weitere Vereinbarung. Und diese Vereinbarung, die ist, kann zum Beispiel sein, dass hinter dem letzten Zeichen noch ein weiteres Feld benutzt wird. Und da steht dann eine Endemarkierung drin. Die Endemarkierung muss natürlich ein Zeichen sein, das sonst nicht in der Sprache vorkommt. Und da fällt einem, wenn das A 65 ist und das hier 97 ist und das hier 32 ist, da fällt einem zum Beispiel die 0 ein als letztes, als Buchstabe, der nie benutzt wird in der Sprache. Muss man einfach dafür sorgen, dass der Nuller nicht benutzt wird. Und dann schreiben wir hier in dieses Feld, das erste freie, schreiben wir eine Nuller rein. Und in Zukunft, wenn wir das Ding bearbeiten, merken wir uns, wenn wir hier durchgehen und das K sehen, größer als 0, denken wir uns, das String ist noch nicht zu Ende. Gehen wir hier durch, das R ist auch größer als 0, das String ist noch nicht zu Ende. Und erst hier, wenn da eine 0 kommt, ist das String zu Ende. Wir könnten übrigens auch noch was anderes machen. Wir könnten hier vorne dran noch uns ein weiteres Zeichen hinzudenken. Und da schreiben wir eine Zahl rein und die Zahl, das ist das Längenfeld, steht für die Länge von diesem String hier, was da drin steht. Das könnten wir uns auch überlegen. Ich habe jetzt hier für diese Bemerkung, wie lange ist so ein String, eine ganze Menge Zeit investiert. Und Sie werden dann bei der Stringverarbeitung selber, wenn wir das üben, später, wenn Sie es benutzen müssen, feststellen, dass es leider Arbeit macht. Und dass die Sache mit der Länge von dem String etwas ist, was das Programmieren nicht einfacher macht. Kommen wir dann immer mal wieder vorbei. Ich habe hier so viel Zeit investiert, weil man es einfach braucht. Um es klar zu machen, dass das hier nur der maximale Platz ist, N-Zeichen, und der aktuell benutzte Platz, dass man sich das irgendwie anders merken muss. Ja? Ja, es gibt auch andere Codierungen. Das App-Stick ist sowas. Eine andere Abbildung. Zurückgehen. Eine andere. Also die Frage war, warum muss das A eine 65 sein? Und die Antwort ist, es muss zunächst mal nicht. Wir hätten auch bei 1 anfangen können. Solche Codes kann man sich überlegen. Dass A eine 1 ist und dass B eine 2 ist, muss ja auch nicht das große sein, kann ja auch das kleine A die 1 sein und das große A da irgendwie noch eine größere Zahl
dann vielleicht 33 oder sowas. Hätten wir machen können. Es gibt ein paar systematische Überlegungen zu diesem Thema. Wenn man sich den ASCII-Code aufzeichnet, so eine Tabelle macht, so ein Zeichen, 8 Bit, besteht hier aus 8 einzelnen Bits. Wenn ihr jetzt diesen vorderen Teil hier als Zeilenwert betrachte, also das kann 0 sein, das kann 1 sein, das kann bis 15 sein. Schreiben wir das mal hier hin. 0, 1, 2, 3, 4 und hier unten 15. Ja, 5 und 6 mag ich noch hinschreiben. So. Entschuldigung, das hier doch. Das hier ist die Spalte unserer Tabelle. Die Zeile unserer Tabelle, Entschuldigung. Das hier wären die Spalten. Ich wieder 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kann man mal anfangen, hier einzutragen. Diese ganzen Steuerzeichen, die wollen wir zusammenfassen in die ersten beiden Zeilen. Und dann kann man so geschickte Sachen machen, wie falls das Zeichen hier oben drei Nuller hat und nur hier hinten irgendwas steht, was ungleich Null ist, dann ist das ein Steuerzeichen, das man eh nicht sehen kann auf Papier, mit dem der Drucker was Spezielles machen muss. Und dann sagen wir hier in diesen beiden Zeilen, also das hier ist Steuerzeichen. Und das von mir genannte Carriage Return, das steht hier bei 13. Oder sagen wir hier, das sind die Sonderzeichen. Das hier. Und das hier seien die Ziffern. Und jetzt kommen hier Buchstaben. Und zwar hier das große A und das große B. 4 mal 16 gibt 64, plus 1 gibt 65, das ist das große A. Und dann haben wir hier das kleine A. An dieser Stelle. Das ist das große A plus 32. So ist das mal konstruiert worden. Unter anderem ist es deshalb so konstruiert worden. Hallo? Was ist denn jetzt schon? Ja. Jetzt geschlafen. Unter anderem ist es deshalb konstruiert worden, damit man relativ einfach testen kann, wenn das hier, das oberste hier, die obersten 4 Bit, wenn die Zahl, sagen wir mal, die da kommt, kleiner als 32 ist, dann wissen wir, dass wir irgendwie was an der Elektromechanik vom Drucker machen müssen. Und wenn die größer als 32 ist, dann sind es irgendwie diese, ja, entweder Ziffern, 3,0, ist die 0, 3,1 ist die 1, 3,5 ist die Ziffer 5. Das ist schon halbwegs systematisch konstruiert und das hat hier elektrische und elektromechanische Gründe gehabt, früher mal, um Drucker zu bauen. Denn denen muss man solche Zeichen schicken. Die IBM hat für ihre Großrechner früher so diesen anderen Zeichensatz benutzt, diesen Epstick-Zeichensatz, bei dem die Abbildung ein bisschen anders ist. Es hat sich so eingebürgert und wir halten deshalb noch dran fest. Es gibt Sonderfälle, in denen man wirklich das A als eine 1 oder sowas darstellt. In PDF-Dokumenten passiert sowas manchmal. Konzeptuell ist diese Abbildung natürlich
völlig beliebig. Wir müssen uns bloß, wenn wir jemandem einen Text geben, müssen wir ihm sagen, wir benutzen als Abbildungsregel für unsere Buchstaben den ASCII-Code oder den mein kleiner neuer toller Code, den ich dir natürlich geben muss. Das Stichwort Unicode kommt hier dann auch noch hinein. Wir hier dran, das behalten wir aus historischen Gründen zur Kompatibilität, aber eigentlich wollen wir die Zeichen, die wir speichern können, heutzutage sowieso nicht mehr in 8-Bit aufheben, die Buchstaben, sondern in 16-Bit, damit man mit chinesischen und japanischen Zeichen und Swahili und Sanskrit und was es gibt, auch noch klarkommt. Und da sind dann die Abbildungsvorschriften noch viel komplizierter. Wenn man 32.000 oder so Zeichen hat, dann braucht man es halt komplizierter. Jetzt haben wir aber, also wir haben jetzt zusammengesammelt Zahlen, Floating-Point-Zahlen, also kompliziertere Zahlen, also erst Integer, dann diese Floats, dann haben wir Buchstaben, dann haben wir Zeichenketten. Und jetzt suchen wir uns noch für, sagen wir mal, Spezialfälle noch weitere Datentypen. Manchmal wollen wir nur eine Ja-Nein-Entscheidung repräsentieren können. In einer Datenbank von einem Versandhändler wollen wir vielleicht aufheben können, hat schon mal hier gekauft oder hat noch nicht gekauft. Ja, nein. Hat er schon mal hier gekauft? Antwort ja oder nein. Das nennt man einen Boolschen Datentypen. Ja, um den George Bool zu ehren, nennt man es einen Boolschen Datentypen. Und der kann zwei Werte haben, true und false. Das könnte man theoretisch sogar in einem einzigen Bit speichern. Und wenn wir jetzt schon mal bei so abstrakteren Typen sind, wo das Vorstellen immer schwieriger wird, dann machen wir noch was weiteres. Da suchen wir uns Aufzählungstypen, selbstdefinierte Aufzählungstypen heraus. Viele Sachverhalte kann man mit der Aufzählung von Werten für eine gewisse Eigenschaft gut beschreiben. Zum Beispiel Farbe. Bei Farbe könnten wir, nehmen wir mal an, wir liefern Autos mit 17 verschiedenen Farbtönen. Dann könnten wir in die Datenbank, in der die Farbtöne für unsere Fahrzeuge drinstehen, die wir ausliefern, da könnte man dann ein Feld nehmen, in dem nur 17 unterschiedliche Werte stehen können. Rot, Grün, Blau, Lila, Beige, Blassblau, Blassgrün, Schwarz, Gold, Silber, und noch ein paar andere, um auf 17 zu kommen. Oder wir könnten die Marke von einem, in Klammern deutschen, in diesem Fall Auto, in Aufzählungstypen reinstecken. Der Aufzählungstyp kann dann den Wert Mercedes oder den Wert BMW oder den Wert VW oder den Wert Ford oder den Wert Opel oder den Wert Audi oder den Wert Porsche haben. Keinen anderen Wert, so wie das hier vereinbart ist. Und die Vereinbarung für so Aufzählungstypen, die Bezeichner kann ich frei wählen. Die Vereinbarung für so einen Aufzählungstypen ist mit solchen Klammern. Wir haben einen Aufzählungstyp, Enumeration. Und der kann die Wert Rot haben, den Wert Grün haben und den Wert Blau haben. Das klammere ich hier mit geschweiften Klammern. Und hinten dran gebe ich dem neuen Typ, den ich gemacht habe, noch einen Namen. Das nennen wir jetzt mal Color. Wir können jetzt nur drei Werte haben, so wie ich das hier vereinbart habe. Intern wird das irgendwie auf Zahlen abgebildet. Das braucht uns gar nicht so sehr zu interessieren. Aber was wir hier gemacht haben, ist die Abstraktion. Wir kümmern uns nicht mehr um beim Programmieren, beim Eingeben, beim Nachdenken, um eine Zahl, in der wir was kodieren, einen Sachverhalt kodieren, sondern wir schreiben hier den Sachverhalt hin.
Und lass uns die Programmiersprache, die Maschine, die soll uns dabei helfen, dass wir uns um die Abbildung selber nicht mehr kümmern müssen, sondern dass für uns diese Abbildung durchgeführt wird. Und wir denken nur noch in diesen Einheiten. Worüber ich jetzt gerade nachdenke, ist, wenn ich in meiner Vorlesung hier diese Markennamen stehen habe, werde ich dann, und dieses Buch, ist das dann im Bookstore oder im iBookstore, werde ich dann erst da abgemahnt wegen Copyrights von Namen oder so ähnlich? Na egal. Das lassen wir jetzt mal auf uns zukommen. Also Aufzählungstypen, die helfen uns, Eigenschaften, die Objekte haben, abstrakt darzustellen. Und die konkrete Darstellung, die interessiert uns gar nicht mehr. Solche Aufzählungstypen kann man übrigens auch vergleichen, indem man dann so ein Ding nimmt, hier eine Variable hier von Variable vom Typ Color nimmt und fragt, ist das blau, ist das rot, ist das grün? Im Programm. Hier habe ich nochmal die Zahlendatentypen zusammengefasst. Ich habe ja darüber gesprochen, wir haben ganze Zahlen, Integers. Und wie wir die darstellen? Nun, wir können sagen, wir wollen maximal 16-Bit lange Integers haben. Short geht also dann von minus 32.768 bis plus 32.767. Unsigned Short geht von 0 bis 65.535. Naja, 2 hoch 16 minus 1. Integers. In der Regel nennt man diese 16-Bit-Zahlen Shorts. Integers, das sind, waren früher 16, heutzutage meist 32-Bit lang. Auch wieder von minus, in diesem Fall 2 hoch 31 bis plus 2 hoch 31 minus 1. Und die Longs, heutzutage meist 64-Bit. Und dann haben wir noch die Floats, 32-Bit-Floats und 64-Bit-Floats, wie schon besprochen. Und so ein Double 64-Bit-langes Float, das kann dann Zahlen von 2,22 mal e hoch minus 308 bis 1,79 mal 10 hoch 308 darstellen. Also eigentlich ein ganz schöner Datenbereich. Jetzt, das waren die einfachen Datentypen. Jetzt wollen wir es noch ein bisschen interessanter machen. Wir wollen Datentypen zusammensetzen. Also aus mehreren einfachen eine Einheit bilden. Und das Erste, was wir da machen bei diesen zusammengesetzten Datentypen, mehrere Elementare. Die Elementaren sind wie von den beiden Seiten vorher. Mehrere Elementare zusammensetzen zu komplexeren Datentypen. Da gibt es wieder zwei Fälle. Der eine Fall ist, wir nehmen viele gleiche Datentypen, viele gleiche elementare Datentypen. Viele Integers, viele Floats oder viele Buchstaben. Und setzen die zusammen zu Vektoren, eindimensional, viele Integers oder viele Floats, 3, 5, 32, 1000, zu einem Vektor zusammensetzen. Hier habe ich mal einen Vektor mit 3 Elementen. Oder zu einer Matrix zusammensetzen, zweidimensional, das ist eine 4x4 Matrix, oder dreidimensional. Also 3 Zeilen, 3 Spalten und dann noch räumlich 3 hintereinander. Natürlich können wir auch das Ding n-dimensional haben. Also so ein, ja, allgemein hingeschrieben. Wir wollen als Basistyp die Floats haben.
also 32-Bit Floating Point Zahlen. Das Basistyp Floats, wir nennen das, was da rauskommt, diese Matrix mal vielstufig. In der ersten Stufe soll es n Elemente haben, in der zweiten Stufe m von diesen n Elementen und dann so weiter bis in der letzten Stufe k von diesen Elementen, von diesen. Die Anzahl Zahlen, die da drin steht, die ist also n mal m mal mal k. Vektoren haben wir in der analytischen Geometrie in der Schule benutzt. Mathematiker benutzen das fleißig, aber natürlich auch Physiker und sonst was. Und Vektoren manipulieren. Solche Vektoren, beziehungsweise vier Elemente lange Vektoren und solche 4x4 Matrizen, das machen nämlich Computerspiele die ganze Zeit. Die repräsentieren Objekte im dreidimensionalen Raum mit vierdimensionalen Vektoren und Operationen auf diesen Vektoren sind eben multiplizieren mit einer Matrix, um das irgendwohin abzubilden. Zum Beispiel dieses dreidimensionale Objekt, die Spitze von dem Schwert, von dem Ork, wird abgebildet auf einen Punkt auf ihrem Bildschirm. Und ja, gerade für Computergrafik, da wird ständig mit solchen Matrizen und mit solchen Vektoren gearbeitet. Und Grafikkarten sind Maschinen, die besonders gut mit solchen 3/4 dimensionalen Datentypen umgehen können. Die sind dafür optimiert. Also Vektoren und Matrizen, um mathematische Sachverhalte auszudrücken oder Computergrafik zu machen. Die Zeichenketten, das ist eigentlich ein Vektor von Characters, von Buchstaben. Ich habe hier hingeschrieben, geführter Sonderfall. Eine Sache ist wirklich besonders, das ist die mit der Länge da drin. Unsere Vektoren hier und die Matrizen, die betrachten wir immer als komplett angefüllt, aufgefüllt. Da gibt es nicht sowas wie halb voll, wie wir es bei den Zeichenketten hatten. Das hier waren zusammengesetzte Datentypen und wir hatten aus gleichen Grundelementen, aus gleichen elementaren Datentypen die zusammengesetzt. Und jetzt wollen wir diese Einschränkung, dass es gleiche sein müssen, auch noch fallen lassen. Und wir setzen Datenobjekte zusammen aus unterschiedlichen elementaren Datentypen. Ich habe das versucht, hier in dieser Zeichnung klar zu machen. Da haben wir zum Beispiel hier einen 64-Bit-Float. Hier haben wir einen String mit 8 Buchstaben. Und naja, hier haben wir noch irgendwelche anderen. Hier haben wir vielleicht einen Integer und hier noch einen Datentyp. Also ganz unterschiedliche Datentypen, die wir zusammensetzen. Wozu mögen wir sowas haben? Nun, Objekte des täglichen Lebens, der Anschauung, die haben ja ganz verschiedene Attribute. Nehmen wir uns einen Artikel, der von einem Versandhändler verschickt wird, oder die Artikel eines Versandhändlers. Da gibt es so einen Artikel, der hat für den Versandhändler die Eigenschaften Beschreibung, Name, Artikelnummer, Preis, Anzahl auf dem Lager, Einkaufspreis, Verkaufspreis zum Beispiel auch, Gewicht, damit er die Versandkosten berechnen kann, äußere Maße. Maße sind zum Beispiel ein Vektor, Länge, Breite, Höhe. Und das ist ein zusammengesetztes Feld, was er hier reinsteckt, Länge, Breite, Höhe. Und das Gewicht, das ist noch ein Extrafeld. Daraus kann die Versandkosten berechnen. Die Bezeichnung, die, sagen wir mal, Artikelnummer hier drin und so weiter und so weiter. Der Versandhändler, der möchte
in seiner Datenverarbeitung, in seinem Computer, den Datensatz, die Beschreibung von so einem Artikel als ein Element, alle Eigenschaften zusammengefasst als ein Element behandeln können. Und manchmal will er auch hineinschauen können in diesen Artikel. Zum Beispiel, wenn er gucken will, ob er, wenn Sie was bestellen wollen und sagen, Sie wollen 3 von diesem Artikel haben, dann muss er gucken, ob die 3 noch in der Datenbank drin sind. Und danach muss er gucken, was es dann zusammen kostet, wenn Sie auf den Warenkorb angucken wollen. Und wenn Sie den Checkout machen, dann muss die Software nachgucken, wie hoch die Versandkosten sein werden von diesen Artikeln. Früher hat man sowas auf Papier aufgeschrieben oder auf mehreren Blättern und die dann in einen Aktenordner reingetan gehabt oder in so eine Aktenmappe reingetan. Und dieses Zusammenfassen von mehreren Eigenschaften zu einer Einheit, dazu sind Datenstrukturen da. Die nennt man auch, zusammengesetzte Daten, die nennt man auch gerne Records. Und in Datenbanken drin gibt es auch sowas wie Records, ne? Über Datenbanken, ja, können wir dann noch im Januar sprechen. Ich habe hier jetzt mal, weil ich irgendein Beispiel gebraucht habe für die Vorlesung, Eisenbahnfahrzeuge genommen. Da haben wir die Struktur Wagenbeschreibung und die besteht erstens mal aus einem String, in dem bis zu 32 Zeichen vorkommen können. Ja, diese Endemarkierung braucht auch ein Zeichen. Eigentlich passen nur 31 rein. Also 31. Den Springnamen, den Ausstellungs- Und ich habe Ihnen noch so eine Idee vom Dividieren gegeben. Wenn man das macht, dann auch selber tragen das nicht. Es stellt sich auch raus, dass die Computer ganz, ganz selten nur dividieren. Dass man sich dividieren ist eine kostspielige Operation. Dass man guckt, dass man das so gut es geht auf Division durch 2 oder sowas oder durch 4 reduzieren kann.
und man versucht sich möglichst viel um diese Division zu drücken. Und auch bei den Multiplikationen, die braucht man auch wieder gar nicht so häufig, außer für spezielle Algorithmen. So, also wir haben ein wenig über Rechnen gesprochen, ein wenig mehr über Datenstrukturen gesprochen. So viel gerade, wie wir jetzt brauchen, um ein Programm schreiben zu können. Und das möchte ich jetzt dann mit Ihnen diese und nächste Woche noch fleißig betreiben. Vom Problem zum Programm. Ich hatte schon mal den Don Knuth genannt und The Art of Computer Programming. Die Kunst, man könnte auch sagen die Handwerkskunst, ein kreativer Vorgang. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir das systematisch veranstalten, in verschiedene Schritte zerlegen, da wieder der Informatiker-Gedanke, ne? in Teilschritte zerlegen, die einfacher sind. Dieser Vorgang, das Zerlegen in Teilschritte, da gibt es zunächst mal, ich habe hier so eine Zeichnung von einem klassischen Vorgehen beim Programmieren. Da müssen wir zunächst mal in diesem Schritt hier eine Analyse durchführen. Eine Analyse des Problems. Das bedeutet, dass man irgendwie sich den Vorgang, der zu erledigen ist, die Aufgabe, so wie sie jetzt erledigt wird, dass man sich das anschaut. Die klassische Vorgehensweise studiert. Und dann, nachdem man das analysiert hat, mal aufschreibt, wie man das gedenkt zu lösen. Das ist bei einem kleinen, kurzen Programm, so einem Übungsprogramm, ist das eine Sache von 5 Minuten. Wenn man die Warenwirtschaft von einer Industriefirma programmieren will, dann dauert das Wochen und da muss man in dieser Firma herumlaufen, zuschauen, wie die Mitarbeiter da vorgehen, wie die das im Lager stapeln, jetzt, wie die das in Kisten verpacken und so weiter. Da muss man lernen, wie das bisher funktioniert, falls es denn schon funktioniert. Wenn wir was Neues haben, was modellieren wollen, ein Modell rechnen wollen für einen wissenschaftlichen Sachverhalt, dann müssen wir uns auch erstmal hier in diesem Teil Analyse das nötige Verständnis des Problems verschaffen. Überlegen, wie könnte man es denn machen? Welches Modell ist geeignet? Was muss ich dafür rechnen, um dieses Modell durchzurechnen? Und dann wollen wir das mal aufschreiben in der Systemspezifikation. In diesem sogenannten Wasserfallmodell, das es schon länger gibt, für Software erstellen. Da wird dann in diesem Schritt mal ein Prototyp angefertigt. Prototyp, wie die Software zu bedienen ist. Das ist in der Regel relativ hilfreich, dass man einfach nur so ein User-Interface-Prototyp hat. Ja, da sieht man dann auf dem Bildschirm, welche Menüs man hat, was man anklicken kann und so weiter. Damit kann man schon mal zum Kunden gehen. Erstens freut es den Kunden, dass sich was tut. Der Kunde kann jetzt entweder die Industriefirma sein oder der Professor oder der Abteilungsleiter, für den man was machen muss. Und dann zeigt man dem diesen User Interface Prototypen. Und in der Regel sagt er, oh, da brauche ich aber auch noch die Funktion und da brauche ich noch jene Funktion. Und die da, ach, kann ich mir nicht vorstellen, wozu man das braucht. Nun nimmt man den Knopf einfach wieder raus und hat gar nicht viel dafür gearbeitet oder packt einen weiteren Knopf rein. Aber es ist ein Schritt, in dem man was lernt an diesem User Interface Prototypen. Und Sie sehen hier diesen kleinen Pfeil, da geht es auch teilweise im Kreis herum. Das ist ein iterativer Prozess. Und wenn man soweit ist, dass man die Systemspezifikation fertig hat und diesen User Interface Prototypen fertig hat, dann kann man sich überlegen, welche Algorithmen brauchen wir denn. Das zu berechnen. Und die Algorithmen, ja, können wir dann auch schon mal
von diesen Komponenten, die es dann da geben wird, von diesen algorithmischen Komponenten, einen Prototypen machen. Zum Beispiel einen, ja, den Kernschritt des Modells implementieren und gucken, wie lange der eigentlich braucht, um das auszurechnen, um so eine Simulation auszurechnen. In der Regel muss ja bei einer Simulation dann was irgendwie ein paar Millionen Mal durchgerechnet werden und dann schreiben wir mal den algorithmischen Kern und rechnen den ein paar Millionen Mal und gucken, ob das schnell genug geht und so weiter. Prototypen von den Komponenten anfertigen. Das muss noch nicht mal unbedingt in der richtigen Programmiersprache erfolgen, wie wir das Ganze dann lösen wollen. Das kann man vielleicht auch in MATLAB oder sowas machen, in so einer Simulationsumgebung. Nur mal ein Gefühl zu kriegen, ob der Algorithmus es wirklich tut und ob er es auch innerhalb vernünftiger Zeit tut. Dass es dann vielleicht noch 10-mal so schnell werden muss, durch Tuning, durch eifriges Herumschrauben in diesem gelben Schritt hier. Das ist dann schon noch okay. Solange wir uns im Klaren sind, dass wir es noch irgendwie schneller machen können. Also hier sehen wir, ob unser Ansatz funktionieren könnte. Und dann kommt der nächste Schritt, die Implementierung und der Komponententest. Das kann man dann auch gerne parallel erledigen mit mehreren Mitarbeitern, die an der Software arbeiten. Danach muss das Ganze zusammengefasst werden zu einem System und getestet werden. Auch hier gibt es wieder diese Schleife. Und hier bei diesem Integrationstest, da muss man eventuell aber auch wieder zurück. Auch hier muss man eventuell wieder zurück und sich noch einen Algorithmus aussuchen und nochmal verändern. Diese Vorgehensweise, die sollte systematisch sein, die sollte planbar sein. Planbar auch in Bezug auf die Ressourcen, die hier dann eingesetzt werden müssen. Geräte, aber vor allem auch Mitarbeiter, Ingenieure, Programmierer. Die sollte reproduzierbar sein und ja, wenn man es macht, sollte man sich auch aufschreiben, was man da macht. Unsere kleinen Beispiele hier, die wir für die Vorlesung machen, also das muss ja irgendwie ein, zwei Stunden immer erledigt sein. Sie haben noch was anderes vor, als eine Übung für die Informatik zu machen. Da geht man in der Regel nicht so formal vor, aber sobald man ein größeres Projekt hat, muss man da schon formal vorgehen. Manche von Ihnen werden dann auch die Vorlesung Software Engineering vom Kollegen Steinbach besuchen und spätestens da wird dann systematisch vorgegangen beim Softwareprojekt. Oder auch, wenn Sie da mal eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit schreiben. Und viele von Ihnen werden schon irgendwie, wahrscheinlich fast alle, im Rahmen von der Bachelorarbeit oder Masterarbeit irgendwas auf dem Computer rechnen, simulieren und so weiter. Es gibt eine ganze Menge Werkzeuge, die einem helfen beim Softwareentwickeln. Computer-Aided Software Engineering CASE, die schöne Abkürzung, das schöne Akronym, ist nichts, was man wirklich auswendig lernen muss. Ich will es nochmal sagen, wenn es da steht. Das ist ein Programm, es gibt viele Programme, die das leisten, Computerprogramme, die einem beim Programmieren helfen sollen. Da gibt es dann grafische Hilfsmittel, mit denen man zum Beispiel Beziehungen zwischen Datentypen visualisieren kann. Wenn man Autos baut, dann baut man die aus Komponenten zusammen. Dann hat man also ein Objektarmaturenbrett, was da reinkommt, vier Objekte, Räder, die unten dran geschraubt werden, ein Objekt Motor, ein Objekt Getriebe. Und solche Beziehungen zwischen Objekten für das Manufacturing, also für Geräte herstellen oder auch Beziehungen zwischen Menschen, die kann man ganz gut so grafisch visualisieren. Das werden wir am Ende der Vorlesung, wenn wir Datenbanken betreiben, auch mal machen. So grafisch visualisieren die Beziehungen. In diesen Computer-Aided Software Engineering Umgebungen
Gibt es dann auch formale Spezifikationen für solche Abläufe, denen man die Objekte, die man da hat, unterwirft? Und insbesondere ganz wichtig, die Versionen der Software werden verwaltet, die man erstellt, also die Version 1.0, 1.1, 1.1.3 und so weiter. In solchen Projekten, so größeren Softwareprojekten, gibt es auch Aufgabenrollen, die die Mitarbeiter haben. Da gibt es den Projektleiter, aber da gibt es auch unten drunter dann Analytiker, die sich insbesondere mit dieser ersten Phase der Abstraktion beschäftigen. Dann gibt es die Programmierer und dann gibt es das, was ich hier noch verschwiegen hatte, da unten, Betrieb, Wartung, Testen und so weiter. Da gibt es häufig auch noch Leute, die unabhängig diese spezielle Rolle des Testens ausführen. Das sind die Überbringer der schlechten Nachricht, das Ding stürzt die ganze Zeit ab. Je mehr die quengeln, desto besser wird das Produkt. Bei der Mapping-Software von dem letzten iPhone, vom iOS 6, haben die Tester offensichtlich nicht genügend gequengelt. Deshalb kamen dann diese komischen Bilder da raus, die manche von Ihnen vielleicht im Internet gesehen haben. Die eine Brücke, die da so komisch in Südfrankreich ist, die man da auf einem von den Bildern sehen konnte, von der Mapping-Applikation, die hatte ich mir irgendwie 2 Wochen vorher in Natura angeschaut und die sieht tatsächlich nicht so komisch aus wie da auf der Karte. Ja, die Tester, die müssen unabhängig sein, die sollen Fehler aufdecken, indem sie die Software mal benutzen, vor dem Kunden. Und ich habe mal in so einer Industrieumgebung gearbeitet und da gab es also für diese ungefähr 30 Software-Ingenieure, die gearbeitet haben in diesen Rollen hier, gab es dann, ich glaube, 4 oder 5 solche Tester und eigentlich schon relativ wenig und die waren trotzdem noch unangenehm genug, weil die ständig mit irgendwelchen Fehlern ankamen oder mit was sie als Fehler empfanden. Damit muss man sich auseinandersetzen. Ich habe schon über so ein Phasenmodell gesprochen, eben hier in dieser Grafik. Und hier habe ich nochmal verbal diese einzelnen Elemente von diesem Phasenmodell aufgeschrieben. Also Anforderungen aufzuschreiben, strukturieren. Wir sehen sie immer wieder, dieses Untersuchen, Strukturieren, Abstrahieren in dieser Vorgehensweise. Und das eigentliche Codieren, Programmieren, das Design, das Generieren von der Datenbank, das ist nur ein so ein Anstrich. Hier unten steht dann wieder Test, Verwendung. Hier oben steht noch technisches Design. Das ist auch wieder ein abstrakter Vorgang, der nicht unbedingt das Programmieren nicht dabei ist. Also Sie sehen, bei der industriellen Softwareherstellung ist die Phase des Analysierens und Abstrahierens relativ lang und relativ intensiv im Verhältnis zu dem Codieren. Aber natürlich, wenn wir das hier auch gut können, wenn das hier eine solide Basis hat. In den letzten Jahren hat es eine gewisse, sagen wir mal, Deformalisierung des Programmierens gegeben. Das Problem an dieser Phasenmodell-Vorgehensweise ist, dass man für ein mittelkomplexes Software-System, wenn man so vorgeht, ein paar Jahre braucht. Und mit ein paar Jahren meine ich nicht paar wie 2, sondern eher paar wie 5. Einige. Und das ist häufig zu lang. Heutzutage fast immer zu lang. Deshalb habe ich hier noch diesen Kasten da stehen. Man hat in den, sagen wir mal, letzten 10 Jahren Modelle entwickelt, wie man in Kleingruppen weniger systematisch, aber dennoch effizient und erfolgreich vorgehen kann bei der Softwareentwicklung.
Natürlich braucht es immer noch eine anständige Analyse. Durch die hier. Und da muss programmiert werden. Aber man kann das, diesen Prozess integrieren. Und dieses Agile Software Development, da arbeiten die Leute in kleinen Gruppen. Da wird auch gar kein Chef oder sowas ernannt, sondern man lässt das passieren. Die Alpha-Programmierer, die werden dann so in dieser Gruppe allmählich zum Leithammel. Selbstanordnung ist da wichtig. Die Rollen ändern sich vielleicht auch über die Zeit, wenn andere Qualifikationen gebraucht werden in dieser kleinen Gruppe. Und diese Leute, die arbeiten ständig zusammen. Die sitzen also dann tatsächlich in kleinen Gruppen vor einem Computer, zu zweit, zu dritt vor einem Computer und arbeiten gemeinsam an der Software. Klassisch ist es so, dass wir unser Projekt aufteilen in viele Einzelaufgaben und dann sitzt einer vor so einer Einzelaufgabe und beißt sich daran wochenlang fest und rein. Wie bei dem Agile, da muss man täglich seinen Kollegen die Software zeigen, die man geschrieben hat, die Seite Code vorführen und dann wird live über den Code diskutiert, in der Gruppe. Das hat sich als ziemlich erfolgreich herausgestellt und ein ehemaliger Doktorand von mir, der praktiziert das in der Wirtschaft, in seiner Leitung Softwareentwicklung, setzt er dieses Agile Software Development ein in diesen Kleingruppen. Und dieser Satz hier, der ist wichtig, intensive Reviews. Die arbeiten in der Gruppe zusammen und rechtfertigen, ist der falsche Ausdruck, aber erklären ihren Kollegen ständig, was sie da in der Software machen. Da arbeitet man also 2 Stunden alleine vorm Rechner oder 3 oder auch 4. Und dann redet man mit den Kollegen 2 Stunden lang über die Software, die man da geschrieben hat. Warum steht das I da? Warum steht das if an dieser Stelle und die Laufschleife, warum hört die da schon auf? Man erklärt sich gegenseitig die Software. Was ist dieses, der Grundgedanke von diesem Agile Software Development und das Extreme Programming, das gehört da noch dazu. Wie das so ist bei uns Programmierern, ich meine, ich vereinfache das jetzt natürlich stark, wie das so häufig so ist bei Programmierern, passiert erst wochenlang nichts und dann, wenn der Abgabetermin ist, dann bricht die Hektik aus. Und da ist diese Hektik, das Hektikausbrechen eingebaut in den Prozess. Da gibt es sogenannte Sprints. Und in diesen Sprints, da wird das Team große Stücke der Software erledigen. Und dazu werden, da arbeiten die dann auch mal einfach ein paar Tage lang wirklich viele Stunden pro Tag. Und dann auch mal wieder ein paar Tage lang nichts zu machen und an den Baggersee zu gehen. Und in diesen Sprints, da wird erstaunlich viel und erstaunlich gute Software übrigens produziert. In der Zusammenarbeit mit den Kollegen, dass man wirklich gemeinsam vor der Maschine sitzt. So, ich will nachher, heute Nachmittag um 16 Uhr dann noch, weitermachen mit diesem Warmlaufen fürs Programmieren, mit den Präliminarien, sodass wir dann nächste Woche wirklich programmieren können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und um 16 Uhr geht's weiter.